In Japan verschaffte ihm die Pflanzenwelt eine eigenartige Erleichterung. Immer war man umgeben von unproblematischem Azaleengrün, positivem Moosgrün, einfachem Bambusgrün und dem geheimnisvollen dunklen Grün der Kiefern. Sie standen lichtnadelig und kompakt und er tauchte ein in ihren Schatten, in ihr Zikadengrün, ihr Meergrün, ihr Fahrtwindschwarz. Er ging über den ungleichmäßigen Grund, er ging unter den immergrünen Kiefern, ihrem Schwung, ihrer Dunkelheit und Detailfülle. Er ging im Glanz ihrer abertausend Nadeln und je näher er versuchte hinzusehen, desto mehr entzog sich der Baum, verschwand er in seinem Versuch, für ihn eine Sprache zu finden. Gilbert fühlte sich geneigt, sich in aller Ausführlichkeit mit Kiefern zu beschäftigen, mit Kiefernfragmenten und Gesamtkiefern, mit der Möglichkeit oder Unmöglichkeit ihrer Existenz. Er freute sich darauf, zu den Kieferninseln zu fahren. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr merkt schon, ich bin aktuell sehr im Buchpreisfieber gefangen. Das ist jetzt meine dritte Rezension im Rahmen der Longlist bzw. jetzt der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Ich besprach bereits Flugschnee und Aussicht. Das erste hat es nur auf die Longlist geschafft, das zweite war bisher mein Highlight. Ihr habt die beiden Rezensionen unten in der Infobox verlinkt. Jetzt kommt Marion Poschmanns Die Kieferninseln und es wird bestimmt noch eine Rezension folgen, bis der Gewinner bekannt gegeben wird. Vielleicht auch noch zwei, das kommt drauf an, wie es so zeitlich hinhaut. Aber ich glaube, eine kann ich euch auf alle Fälle noch versprechen. Jetzt aber zunächst einmal zu den Kieferninseln. Das Buch erschien auch diese Woche am 11. September im Surkamp Verlag. Genau wie mein gestern besprochenes Buch. Und es kostet 20 Euro und sind 168 Seiten. Als ich mir die Leseprobe durchlas, konnte mich das Buch jetzt nicht ganz so sehr in seinen Bann ziehen, aber der Klappentext hat es dann doch wieder wettgemacht und mein Interesse geweckt, denn es geht hier auch viel um Japan. Wir steigen in die Geschichte ein, in dem Gilbert Sylvester, unser Protagonist, einen Traum hat darüber, dass seine Frau ihn betrügt. Er wacht morgens auf, ist dann ganz aufgebracht und kommt auch den ganzen Tag über nicht so richtig damit zurecht. Abends versucht er dann seine Frau zu konfrontieren. Diese streitet es ab. Er ist sehr, sehr wütend, packt seine Sachen und geht aus dem Haus, fährt zum Flughafen und bucht den ersten Langstreckenflug, der verfügbar ist und dieser führt ihn nach Tokio. Und das war es, was mich an der Leseprobe gestört hat. Mir schien es einfach nicht realistisch, nicht glaubwürdig, dass ein erwachsener, verheirateter Mensch seine Ehe damit beendet, weil er einen Traum hat, dass seine Frau fremd geht. Aber das ist nur der Einstieg in die Geschichte, das sind wirklich nur die ersten paar Seiten. Und dann geht es in dem Buch hauptsächlich um Japan. Nicht nur um Tokio, da kommt er nur an. Und in Tokio auf dem Bahnhof trifft er einen jungen Mann, Yosa Tamagotchi, der dort mit seiner Sporttasche versucht, die Begrenzung des Bahnsteigs zu überklettern und einen Selbstmordversuch zu starten, denn er hat große Angst, dass er seine Prüfung an der Universität nicht schafft und deswegen versagt und sein Gesicht vor seiner ganzen Familie verliert. Er ist ein junger Mann und er hat ein kleines Spitzbärtchen, was die Aufmerksamkeit Gilbert Sylvesters erregt, denn er ist ein Bartforscher. Unser Protagonist ist ein Dozent, ich glaube, er hat es nicht zum Professoren geschafft. Das war wohl sein Ziel, er scheiterte jedoch und hangelt sich so von einem Forschungsprojekt zum nächsten. Sein aktuelles bezieht sich auf Bärte und Gottesdarstellungen in Kombination. Also wirklich etwas ziemlich Exotisches und da es in Japan nicht allzu populär ist oder man sieht nicht allzu viele Menschen, die einen Bart tragen, fiel ihm dieser junge Mann mit Selbstmordgedanken dort sofort ins Auge und er begann ein Gespräch mit ihm. Und diese Begegnung bleibt folgenreich, denn Gilbert Sylvester kann den jungen Mann überzeugen, sich nicht an dem Bahnsteig dort in den Tod zu stürzen, denn das wäre seiner nicht würdig, man könne doch einen besseren Platz finden. Sodass er Yosa Tamagotchi erstmal aufnimmt, in seinem Hotel auch mit unterbringt und dann bekommen sie diese fixe Idee, sich auf die Spuren Saigyos und Bashos zu machen, zwei sehr berühmten Dichtern der vergangenen Jahrhunderte in Japan, die beide alles hinter sich gelassen haben zu einer bestimmten Zeit in ihrem Leben und dann Richtung Norden wanderten, um dort sich selbst zu finden und Inspiration zu finden und zu dichten.
Yosei Tamagotchi hat ein Selbstmordhandbuch bei sich, in dem verschiedene Plätze besprochen werden, die mehr oder weniger gut zum Selbstmord geeignet sind, sodass dann auf diese Route auch die Plätze des Selbstmordhandbuches mit abgeklappert werden sollen, um einfach einen besseren Platz als den Bornhof zu finden für Yosa. Das ist sehr morbide, fängt aber auch, wie ich finde, einen Teil Japans recht gut ein. Und dann geht einfach die Reise los. Wir haben da auf der einen Seite Yosa, der einfach nur einen Platz suchen will, an dem er sich würdevoll umbringen kann. Auf der anderen Seite Gilbert Sylvester, der nicht weiß, was er will und einfach davonläuft und versucht, zu sich selbst zu kommen. Allerdings ist unser Protagonist wirklich wahnsinnig ignorant und sehr unsympathisch und handelt ganz oft unüberlegt. Und wir haben auch viel an seinen besserwisserischen Gedankengängen teil, die einen als Leser auch mal zu Weißglut bringen können. Wie das Ganze weitergeht, möchte ich euch nicht erzählen. Das Buch ist relativ dünn. Ob Yosa nur einen Platz findet, an dem er sich umbringen kann und ob Gilbert zu sich selbst finden kann auf dieser Reise, das müsst ihr selber lesen. Ich fand das sehr interessant gelöst. Was mir an dem Buch super gefallen hat, was wirklich herausragend war, waren die Naturbeschreibungen. Und die Beschreibungen, wie Japaner auch zu Naturphänomenen stehen, also zum Beispiel, wenn das Laub sich verfärbt, dass dann wirklich Horden von Japanern in die Natur fahren und dort das bunte Laub sich anschauen. Es gibt im Fernsehen Berichte darüber, wo gerade ein Wald gelb wird oder wo er gerade rot wird, wo welche Bäume welche Farbe annehmen. Ich war auch selbst im Herbst in Japan und konnte das gut miterleben und habe auch an einer solchen Ausfahrt teilgenommen. Und ich muss auch sagen, es ist wirklich ganz, ganz zauberhaft. Also wir haben natürlich auch hier Verfärbungen im Herbst in den Wäldern, aber in Japan wurden Bäume auch wirklich tatsächlich daraufhin gepflanzt, damit sie farblich gut zusammenpassen im Herbst. Und das macht dann doch nochmal einen großen Unterschied. Und eine solche Beschreibung, Kiefern sind ein immer wiederkehrendes Thema. Das habt ihr ja bereits im Auftakt dieses Videos gesehen, in dem kleinen Vorspann, in dem ich euch ein Zitat vorlas. Und das war wirklich für mich persönlich das Beste an dem ganzen Buch. Die Naturbeschreibungen waren wahnsinnig toll. Die Autorin hat auch aktuell gerade einen Preis erhalten für Naturliteratur. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr genau sicher, wie der hieß. Aber es ging auf alle Fälle darum, über Natur zu schreiben. Und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Was mir außerdem gut gefiel, war das Zusammenspiel der sehr unterschiedlichen Charaktere, die auch eine sprachliche Barriere zwischen ihnen haben. Yosa Tamagotchi spricht nur wenig Englisch und Gilbert Sylvester kein einziges Wort Japanisch. dieses Zusammenspiel fand ich auch sehr interessant gelöst. Und der dritte Punkt, der mir sehr gut gefallen hat, war, wie Marion Poschmann hier unsere europäische Sicht oder auch die deutsche Sicht auf Japan wiedergibt, was auch so zu einer Reflexion anregt, wie wir einer anderen Kultur begegnen, was wir komisch finden an japanischem Verhalten oder einfach an den japanischen Begebenheiten dort, Gegebenheiten, wie Städte aufgebaut sind, wie dort verschiedener Tourismus funktioniert, wie das miteinander funktioniert, was für uns erstmal seltsam und gewöhnungsbedürftig ist. Und sie macht das auf eine Art und Weise, die einen dazu anregt, darüber nachzudenken, warum das für uns komisch ist. Und dass wir eben diesen Blick von außen darauf haben. Das fand ich auch sehr schön. Aber das Buch war für mich ein bisschen durchwachsen und es gab auch einige Kritikpunkte, die ich hatte. Ich habe mir auch zu diesem Buch ganz viele Notizen gemacht, obwohl es so kurz war, weil ich mich nicht so richtig entscheiden konnte, ob es mir jetzt gefiel oder nicht. Was mir nicht so gut gefiel an dem Buch war, dass es immer so ein bisschen ins Unglaubwürdige, überzogene Abdrifte da ist, wie zum Beispiel der Auftakt der Erzählung, dass dieser Traum den Auslöser gibt, einfach alles hinzuwerfen und nach Tokio zu gehen. Das fand ich einfach ein bisschen zu viel. Auch die Namen der Protagonisten sind Gilbert Sylvester und Yosa Tamagotchi. Das ist auch irgendwie so ein bisschen zu dick aufgetragen.
Ebenso spielen Träume immer wieder eine Rolle, allerdings war das für mich inkonsistent, denn am Anfang hat dieser Traum so einen großen Einfluss auf das Leben des Protagonisten und später die Träume, die auch wirklich mitunter verstörend sind, die werden einfach nur so erwähnt, aber Gilbert handelt nicht danach. Auch das Ende fand ich aus Gilberts Sicht auch wieder einfach nur so ein Sprung, der ihm mal kurz in die Gedanken kommt, ohne dass es für mich ersichtlich war, dass wirklich darauf hingearbeitet wurde oder dass das jetzt der Schluss von dem ist, was vorher passiert ist. Auch wie die Reise verläuft, ich hätte mir gewünscht, dass es da mehr Stationen gibt. Es gibt so einige Punkte auf der Reise, die dann im Buch angeschnitten werden, aber mehr so reiseführerhaft. Und ich hätte mir das doch besser in die Geschichte integriert gewünscht. Natürlich kann man das auch wieder so sehen, das spielt einfach mit dem Charakter des Protagonisten, dass er scheitert, dass er nicht so richtig was zustande bringt, aber sehr von sich überzeugt ist und dann immer wieder Ausflüchte findet, warum jetzt das gut genug ist oder warum andere die Schuld daran haben, dass er jetzt etwas so und so machen musste. Und so habe ich das Buch mit gemischten Gefühlen beendet. Ich habe mich schließlich dazu entschlossen, dem Buch 3 Sterne zu geben. Es war gut, es gab einiges, was mich daran begeistert hat. Allen voran die Naturbeschreibungen und den Blick auf Japan, den die Autorin auch wirklich ganz wunderbar wiederzugeben wusste. Auf der anderen Seite war mir diese Charakterstudie und einige Entwicklungen einfach ein bisschen zu dick aufgetragen, sodass es dann so ein bisschen ins Ridiculous auf Englisch abdriftete. Und das fand ich ein bisschen schade. So, ich bin gespannt, wie es weitergeht mit dem Deutschen Buchpreis. Ich bin natürlich sehr gespannt, wer am Ende gewinnt und wie mir auch das nächste Buch gefallen wird. Ich hatte bisher ja 3, 4 und 5 Sterne dabei. Mal schauen, wie das nächste wird. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß an diesem Video und am Deutschen Buchpreis. Wenn ihr schon etwas von der Liste entweder Longlist oder Shortlist gelesen habt, dann schreibt mir doch unten bitte in den Kommentaren, wie ihr das fandet, ob ihr auch gespannt seid, wer es am Ende machen wird. Und ja, damit bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch heute noch einen ganz schönen Sonntag und hoffe, wir sehen uns ganz bald im nächsten Video dann wieder. Tschüss! Die japanische Rotkiefer Akamatsu, um die es sich hauptsächlich in diesem Wald handele, gelte als weiblich, erläuterte Yosa, während die japanische Schwarzkiefer Omatsu, die vorwiegend in Küstennähe und also auch auf den Inseln wachse, für männlich gehalten werde. Dies sei ein beliebtes Thema in der klassischen Literatur, zwei uralte Kiefern, Mann und Frau, an weit voneinander entfernten Standorten wachsend, sind im Geiste einander verbunden. Es zeige auf einfache Weise verschiedene Ebenen der traumhaften Realität.